Timmy hat den Bogen raus, denn Timmy ist nicht dumm. Doch Mom und Dad und Vicky kommandieren ihn herum. Ins Bett! Doch alles noch schlimm für den kleinen Tim, die Zauberfische helfen ihm. Und das Buch aus Tanzerei ist er sorgenfrei, die Eltern helfen ihm. Yeah, yeah, yeah. Kosmo und Wanda schweben mit Stäben, von Krötchen umgeben. Yeah, Kosmo, Kosmo und Wanda, kolossal genial für Madrid. Völlefanz, Gummigans, grüne Hecht, Früchtecake, Schlangenblick, Tortenstrick, Frankenfutsch, Schokomox. Hey, Kosmo, Kosmo und Wanda, und du was aus, mach dir nichts raus, die zaubern dich heraus. Na klar. Der große Superheldenwunsch, der große Superheldenwunsch. In einer früheren Episode von Cosmo und Wanda davor. Na klar! Nein, 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 danach! Na bitte! Wir sehen uns wieder, King Crimson! Ich verfluche dich! Du kannst nicht fluchen, nur der superkantige King Crimson aus dem Jahr 85 kann fluchen! Ja, und danach wurde ich rausgeschmissen! Na schön, dann greife ich jetzt eben zurück auf meinen üblen Plan. Kleiner Zünder? Was gibt's, Boss? Ich habe Bedarf für eines deiner Markenzeichen. Kleine Gemeinheiten. Hm? Kleine Gemeinheiten? Ich meinte große, große natürlich. Große Gemeinheiten, immer und überall verfügbar. Begib dich in die dreidimensionale Welt und melde dich gleich, wenn du etwas Ungewöhnliches mit Superkräften siehst. Schon unterwegs, Boss! Unser King Princeton hier und denken, sie haben mich verjagt und feiern den Sieg. Aber ich kenne das Geheimnis der Superkräfte von King Crimson in der dreidimensionalen Welt. Sein Handlanger Cleft und die hündischen Handlanger des Handlangers. Aber denk dran, mein Junge, du wirst bezahlen. Zeit für mein übles Lachen. Oh nein, die Klingel. Du kommst zu spät in die Schule. Denk schon mal über eine passende Ausrede nach. Da ist Francis! Ich meine... Ja, da ist Francis! Hörst du das? Es ist Zeit, dir das Geld für Schulessen abzunehmen. Cool, eine Feuerwehrfrau, die wird mir helfen. Was ist denn? Halt, halt! Hier, ja, du bescheuerte grüne Katze. Hurra, meine Retterin! Ich meine... Miau, meine Retterin! Na ja, das Gute ist, wenn der Tag schon so mies anfängt, kann's nicht noch mieser werden, richtig? Wow! Gefällt's dir? Ich hab mir erlaubt, schon mal etwas vorzugreifen und dir alle Sechsen zu geben, die dir bis zum College noch blühen! Und da ich dem Lehrplan weit voraus bin, hab ich Zeit, dich auszulachen. Jemand muss mich retten! Oje, wo kommt das viele Papier her? Das muss weg. Schleimer der Zukunft, vereinigt euch! Hatschi! Ach du liebes bisschen, Erreger! Nein! Cool, hier ist eine 4. Ach, Kopf hoch, Timmy. Die Schule war ein Reinfall, aber gleich bist du zu Hause. Ich weiß, Leute. Erst hat mich die Feuerwehrfrau übersehen, dann der fegende Alte. Kann man denn als Kind keine Hilfe mehr erwarten? Hallo, Kleiner. Du hast wohl einen harten Tag gehabt. Wie wär's mit einem leckeren Erdnussbutter-Sandwich? Wer bist du und was hast du Vicky angetan? Du willst bestimmt auch ein Glas Milch, oder? Da hast du sie. Auf den Kopf. Milch! Hier gibt's frische, eiskalte Milch! Ah, eine Katze! Katzen stehen viel höher auf der Ich-liebe-Milch-Leiter als Kinder und weil sie keine nach oben gereckten Daumen haben, muss ich sie füttern! Danke! Ich meine... Miau! Mann, was für ein Tag! Jedes Mal, wenn ich darauf gewartet habe, dass jemand mein persönlicher Held wird, wurde ich enttäuscht. Wo sind denn all die Helden, wenn man sie mal braucht? Warum können die Leute nicht so wie die Helden in meinem King Crimson Comic-Heft sein? Aber das sind doch nur erfundene Helden. Ich hab satt, dass niemand zu meiner Rettung kommt. Ich wünschte, die Welt wäre ein einziger großer Comic.
Streitkräfteumgebung? Hunde mit Düsenantrieb? Boss, es ist Zeit! Was, schon? Das war kurz! Ist ja super! Die ganze Welt ist wie ein Comicheft. Ich kann's kaum erwarten, meine super Freunde zu sehen. Haltet euch fest! Hier kommt der Materienmampfer, Junge! Ich bin die hopsende Beule. Und ich bin der Überschalljunge. Ich und mein Überschallschrei sorgen für eine bessere Ausbildung. Ah! Und ich bin Professor AJ. Mein mutiertes Gehirn verleiht mir die Macht zu schweben, Kraftfelder zu erzeugen und die Macht, Gedanken zu lesen. Ist ja so offensichtlich. Und ich bin das Wundergirl. Ich bin super schnell, super stark und super angesagt. Und ich bin das Falkengirl. Ich kann zwischen 40 und 60 km/h fliegen. Ich habe alle Fähigkeiten eines Mädchens und eines Falken. Warum bist du in meinem Team? Haha, cool, ist ja super. Alle meine Bekannten sind jetzt Helden. Nicht wirklich alle. Ich bin der Bull E. Kleiner Timmy macht Bull E wütend. Bull E? Für was steht das E? Ist der erste Buchstabe von erledigen und der zweite von jetzt gleich. Auweia! Als ich mir eine Comic-Heft-Welt gewünscht habe, entstanden nicht nur Superhelden, sondern auch Supergegner. Hände weg von meiner rechten Hand! In Crimson, hey! Bull E hasst die Farbe Rot. Wow, Kin Crimson, du hast mich gerettet mit diesem Strahlenwerfer. Was genau bewirkt das komische Ding? Na, das ist mein Teleporterstrahler. Damit habe ich ihn in einen supergeheimen Superknast geschickt. Nun, Clef, hast du sonst noch irgendwelche Erzfeinde, nach denen ich Ausschau halten soll? Zum Beispiel die da. Ich bin der Baby-Schredder. Mit meinen Rasierklingen scharfen Klauen, meiner messerscharfen Zunge und einer scharf kontrollierten Zubettgezeit mache ich dich scheibchenweise fertig. Ergib dich, Baby-Schredder. So geht man nicht mit Helden um. Was ist das? Ich bin Dr. Octopus, vielarmiger Meister der finsteren Mächte. Weiter! Mit meinen magischen Tentakeln besitze ich die Fähigkeit, 4 Sätzen auf einmal zu verteilen. Sechs! 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 Magische Tentakel sind zu stark! Arme weg, du Bösewicht! Ihr werdet beide verschwinden! Hinter die Gitterstäbe der Gerechtigkeit! Danke für die Rettung in letzter Sekunde. Du bist ein wahrer Held. Ja, das bin ich, Kleft. Du hast es erfasst. Hey, was sollte dieses üble Lachen? Ab in die Schule! Wow, da schien es ja plötzlich super eilig zu haben, von hier zu verschwinden. Logisch, ist doch klar. In einer Welt voller Helden gibt's auch furchtbar viele Schurken. Ein grauenvoller Sumpf. Hey, was für ein deprimierender Ort. Kein Sonnenlicht, keine Hoffnung. Hier sollte ich Kinder unterrichten. Man hat mir nicht mal die Chance gegeben, den Knops mit meinen messerscharfen Klauen zu vierteilen. Muss schnell auf Toilette. Kann Clef Turner nicht mit voller Blase erledigen. Schon gut, keine Sorge. Ihr alle bekommt eure Chance. Kin Crimson, hä? Falsch! Kin Negativ! Der Lieblingsgegner von Kin Crimson! Und woher weißt du das? Ich habe den Schülern viele Comichefte abgenommen. Also!
Gemeinsam besiegen wir Kleft und die Quelle seiner Macht. Seine Hunde, die mit der Realität spielen. Und dann herrschen wir über die dreidimensionale Welt. Wurde der Plan auch von allen verstanden? Klar! Ja, ich denke, ich weiß, Wie wär's mit einem üblen Kaffee und schlechtem Gebäck? Oh, ah, ja, ein schlechter sehr gute Idee. Ich liebe ja. dieses Essen. Das ist mega stark! Jeder von euch ist ein Superheld! Ah. Naja, vielleicht doch nicht jeder. An alle Schüler! Alarmstufe Rot! Oh, Alarmstufe Rot! Hier ist Jeff der Schwätzer, Ihr wortgewaltiger Moderator. Ein gefährliches Trio von Supergegnern hat sich zusammengeschlossen und versucht, Dimmsdale zu übernehmen. Bull-E will dem Mickeling Cleft den Kopf abreißen und Antiball damit spielen. Ah! Nur der Himmel weiß, hinter wem Sie her sind und für welches Spiel Sie seinen Kopf brauchen. Das ist der richtige Job für die Kinder mit den Superkräften. Wartet auf mich! Das werdet ihr noch bitter bereuen. Ihr könnt mich hier nicht für immer festhalten, kleiner Zünder. Vergiss es, Kin. Dieser Käfig ist von innen heraus unzerstörbar. Nur von innen? Nicht auch von außen? Ist das nicht ein wenig kurz gedacht, mein Lieber? Kurz? Na, warte du! Gute Arbeit, du Knallkopf. Wieso nennen sie dich nicht kleiner Sünder? Die Stadt ist wie ausgestorben. Hey, wo sind denn die Antihelden? Ich nehme an, die anderen Superhelden haben sie schon besiegt. Leider falsch, Kleft. Kin negativ. Du allein kannst uns Superkinder jedenfalls nicht besiegen. Tut mir leid, schon wieder falsch, Kleft. Denkst du allen ernst, dass ich bin allein? Sieh mal, wer mich begleitet. Mike, das heruntergekommene lebendige Haus. Auweia, das sind ja alle meine Gegner. Echt cool, ich habe Gegner. In Bull-E's kleinem Hirn tut sich nichts. Darum ist jeder Angriff zwecklos. Lern die geballte Wut meiner Beule kennen. Ja! Du ein Mist. Beule am Spieß. Ja! Ich bin fast da. Für die Gerechtigkeit. Alles nach Plan. Und was machst du jetzt, Kleft? Sollen dir wieder deine Superhunde helfen? Genau das haben wir vor. Ich habe die Welt der Helden und Schurken geschaffen und kann sie auch sofort wieder wegwünschen. Ich wünschte, wir lebten in einer Welt ganz ohne Superhelden und... Du hast es gehört. Er hat sich eine Welt ohne Superhelden gewünscht. Erfüllt den Wunsch. Ah, diese Schurken gehen einem wirklich auf die Nerven. Sowieso keine richtige Heldin. Dreidimensionaler Bockmist! Kleft! Nein! Das ist eine Falle! Ah! Oh nein! Alle Helden sind weg! Die Schurken aber nicht! Macht nichts! Ich repariere das mit einem... Wunsch! Daraus wird nichts! Deine komischen Hunde können dir keinen Wunsch mehr erfüllen, sobald ich sie in einer Blase Anti-Zaubermaterie fixiere! Und das ein für alle Mal. Nein, ich will nicht fixiert werden. Ab sofort geschieht mit euch, was ich will. Miss Klefto, da
wirst du auf keinen Fall durchkommen. Ich raff's nicht, dass er damit wirklich durchkommt. Wir müssen sie retten. Die Frage ist nur, wie. Was bitteschön sollen wir denn machen? Wir sind total machtlos und das ist meine Schuld. Ich muss dir widersprechen. Man ist nie machtlos. Solange noch ein Stück Holzkohle in der Grillschale der Gerechtigkeit glimmt, kannst du dir immer noch ein saftiges Steak des Sieges grillen. Großartig. Jetzt sind wir machtlos und hungrig. Wer ist dieser Kerl nochmal? Das ist mein Onkel. Der mit den Muskeln und dem ausgeprägten Kinn. Er redet immer so geschwollen. Und wir sind nicht allein. Diese drei Helden des Alltags wollen uns helfen. Was? Diese Schnarchnasen? Die haben schon bei einem kleinen Problem versagt. Wobei sollen die uns helfen? Beim Kapitulieren? Allein die Tatsache, dass jemand kein Superheldenkostüm trägt, heißt noch nicht, dass er nicht doch ein Held ist. Timmy, ich weiß, du denkst, wir hätten dich im Stich gelassen. Aber wir wollen alles wieder gut machen, indem wir mal richtig aufräumen. Und ich werde die Feuer der bösen Mächte löschen. Und ich liefere dir eine kalte Flasche homogenisierte Gerechtigkeit. Nehme ich dankend an. Wir sind ein Team. Wer ist da? Hier ist der Raumpfleger. Ich will ihr supermächtiges Durcheinander beseitigen. Ich öffne Ihnen. Sie können gleich anfangen, da oben in der Umgebung von Bull E. Und wenn Sie fertig sind, legen Sie den Eid darauf ab, dem Bösen zu dienen. Niemals! Was? Wer spricht da? Ist das Kurt die dreckschleudernde Mülltonne? Nein, wir sind das. Stinknormale Leute? Ohne Superkräfte? Genau. Los, ergebt euch oder macht Bekanntschaft mit dem Zorn von uns Alltagshelden. Entledigt euch dieser Pflichtübung. Wenn ihr mich braucht, ich nehme ein Bad. Im Bösen. Oh nein, diese Freaks werden uns mit ihren Superkräften erledigen. Rennt! Ihr könnt vielleicht unsere kraftlosen Körper besiegen, aber niemals unseren supermenschlichen Teamgeist. Seifenlauge wirkt besser als Eis aufs Auge. Hey, ich habe meine normalen Kräfte zum Fensteröffnen eingesetzt. Vielleicht hatte mein Onkel mit dem großen Kinn recht. Vielleicht haben wir was ganz Normales, was uns alle zu Helden macht. Er hat recht damit, dass ich recht habe. Jeder, der für etwas eintritt, was er für richtig hält, kann ein Held sein. Hey, wenn damit gemeint ist, dass ich mir gegen meinen Willen das Gelaber nicht länger anhören muss, bin ich bereit, dafür zu kämpfen. Die Kraft der Note 6 soll dich treffen. Die Axt im Haus ersetzt den Superhelden. Hey, ein Arm war nicht aus totem Stahl. Reite dich auf eine, komm Traut, ich sag es, Euterkanonade vor, ich hab's gesagt. Die Zähne sind zwar nicht im Superzustand, aber das wollte ich schon immer mal tun. Nicht ein Tropfen übles Wasser in diesen blöden Hallen des Bösen. Was? Das ist völlig unmöglich. Ihr seid doch normale Menschen. Ihr könnt mich nicht besiegen. Glaubt nicht, ihr könnt es mit mir aufnehmen. Wir sind zwar bloß normale Leute, aber wir sind trotzdem auch Helden. Ganz recht. Solange es auch nur noch einen einzigen Tropfen Wasser im großen Fluss der Gerechtigkeit gibt, wird er der Wahrheit weiterhin Bahn brechen. Bitte stopp, hör auf. Du bist schlimmer als der Milchmann. Pass auf, ich durchbohre deinen Körper mit meinem Negativblick. Was? Nein! Wir sind frei! Wir können helfen! Wir können endlich alles tun, was wir wollen! Wird gemacht! Ich kann's kaum erwarten! Ich wünschte, alles wäre wie früher und die Helden und Antihelden würden zurückkehren ins King Crimson Comic Heft! Depression! We'll be right back.
sagt's denn? Ich bin wieder kindastisch. Ich verstehe das nicht. Ihr habt mich besiegt. Ein Haufen normaler, machtloser Menschen. Gut, erklär's dir nochmal. Als normaler Mensch bist du nicht machtlos. Weißt du was? Normale Leute steuern jeden deiner Schritte. Lügen! Er hat recht. Es ist so. Sieh mal, der Typ da schreibt die Geschichten für dein Comic-Heft. Und er meint, das Gute muss immer über das Böse triumphieren. Was passiert, das entscheidet der Autor. Schrecklich, deshalb gewinne ich also nie. Genau, wirst du in Zukunft die Versuche einstellen, die dreidimensionale Welt zu unterwerfen? Natürlich nicht, denn beim nächsten Mal halte ich mich nicht mit deinen blöden Hunden auf, sondern wage mich gleich an die Nummer 1. Biss, Klefto, haltet ihn auf. Lass ihn gehen, Kleft. Seine kindischen Fantasien werden nie zum Erfolg führen. Solange es noch einen Grashalm gibt auf der einst fruchtbaren Wiese des Lebens. Warte! Solange es noch eine Scheibe Gerechtigkeit gibt in einem Delikatessladen erster Güte, wird der Sandwich unserer Rechtschaffenheit jederzeit nach einem fettarmen Sieg schmecken. Nein, ich wollte sagen, halt, wartet, liegt nicht an mir! Der Autor ist schuld! Solange noch ein einziger Pickel nicht ausgedrückt ist, in der Teenager-Visage der Gerechtigkeit? Unsinn, das ist dumm. King Crimson würde so einen Quatsch nie sagen. Es sei denn, ich bringe ihn dazu. Wer ist da? Eine Einzustellung für den Kauz, der den King Crimson-Comic schreibt. Oh, ich hoffe, das ist das neue Heft von Spinner, die noch bei ihrer Mutter wohnen. Wir müssen uns dringend unterhalten. Es geht um Helden. Mom, ich muss noch kurz weg. Komm erst wieder, wenn du Enkel mitbringst.